Aber Herr Vogt, die AfD punktet in Thüringen mit dem Anti-EU-Kurs, ist derzeit in den Umfragen stärkste Kraft und im Bund sogar auf Platz 2. Wie erklären Sie sich, dass es Ihrer CDU offenbar nicht gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern die Vorteile der EU ausreichend zu vermitteln? Die Thüringer sind pro-europäisch. Die wollen eine starke europäische Union. Ja, aber nicht pro-EU. Und den Faktencheck, den sollten wir hier gleich live am Pult liefern. Es gibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Die haben genau analysiert, was ihr Plan bedeuten würde. Ich habe Sie aber was anderes gefragt gerade, ja, Herr Vogt. Warum gelingt es der CDU nicht, die Vorteile zu vermitteln? Ich will auf diesen Punkt hinweisen, weil es wichtig ist für die Wähler. Weil die ändern heute Abend auch ihre Meinung in Thüringen über diese Frage. Das, was Herr Höcke möchte, bedeutet nichts anderes, dass die Thüringer und Thüringer, die Arbeitnehmer, 1.000 Euro weniger im Portemonnaie haben pro Jahr. Das ist die Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Wenn wir aus der EU aussteigen, wenn wir diese Chancen nicht nutzen, dann führt das am Ende dazu, dass die Thüringer ärmer sind. Also da spricht man jetzt wieder über die EU. Also natürlich, es wird jetzt versucht von der AfD, diesen Anti-EU-Kurs zu verteidigen, weil das mit im Parteiprogramm auch ist. Dass es aber wenig Sinn macht, jetzt aus der EU auszutreten oder die Europäische Union zu verkleinern mit anderen Staaten, darüber haben wir auch schon gesprochen. Und das sind jetzt nur noch mal so, ich sag mal, weiterführende Argumente, die gegen den Anti-EU-Kurs und von Höcke für den Anti-EU-Kurs quasi gelten. Aber es kommt immer auf selbe hinaus. Es kommt immer auf selbe hinaus, dass es ungemeinschaftlich ist, dass es quasi nicht die Lösung der Lösung ist, da quasi einfach auszutreten. So, das mag für den ersten Moment als eine Lösung erscheinen für die AfD, aber es bringt tatsächlich wenig. Es gibt viele andere Möglichkeiten, um die EU, um quasi mit der EU zu arbeiten, mit dem, was man hat, das zu verbessern, als da einfach auszutreten.